Ich bin schon wieder in Frankfurt unterwegs und zwar wackelig heute. Seht es mir nach, heute nicht mit der stabilisierten Kamera, sondern jetzt mal einfach vom Handy. Nicht stabilisiert ist auch der Markt aktuell und ich hatte mir vorhin am Chart das noch angeguckt, habe ich gesagt, was soll ich denn jetzt hier schreiben, was soll ich denn hier sagen? Auch in dem Videobeitrag, ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell, es sieht doof aus. Man weiß nicht so richtig, was man zu erwarten hat. Einerseits der Kurs, Vortrieb sieht anders aus, aber Rücksetzer auch. Also keiner weiß so richtig, was Sache ist. Dementsprechend ist Abwarten eigentlich angesagt und das ist genau das, was ich für heute eigentlich empfehlen kann. Man kann natürlich nochmal drauf gucken, 16 Uhr gibt es von Powell möglicherweise nochmal was. Er ist ja nochmal in seiner Aussage vor den US-Politikern, fragen Sie mich jetzt nicht auswendig, vor welchem Gremium er heute spricht. Ich glaube, heute ist es der Senat oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Aber wenn er was spricht, dann ist die Chance groß, dass er nochmal ein bisschen was tut. Aber es ist die zweite Anhörung und dementsprechend normalerweise nicht mehr ganz so relevant, weil das Wichtigste ist schon gesagt. Aber wer weiß, vielleicht lässt er noch mal was raus, was den Markt bewegen kann. So, Sie sehen es, so richtig was Tolles berichten kann ich eigentlich nicht. Und deshalb machen wir es an dieser Stelle relativ kurz. Machen wir lieber einen anderen Tag, vielleicht morgen schon wieder, mit mehr Informationen. In diesem Sinne erstmal alles Gute und liebe Grüße.